herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Fette Krokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und für all die Leute, die sich wundern, warum ich hier mein Mikro so direkt an der Fresse habe, das liegt einfach nur daran, sonst hätte ich tierische Audioprobleme, deswegen ist dieses Mikro wirklich so nah wie möglich an meinem Mund dran. Und heute gibt's The Da versagt die Stimme ausnahmsweise mal. The Who mit Sad But True aus ihrem Album The Jarek. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind meines Erachtens, ich glaube, The Who waren Mongolen. Mongolen-Metal oder irgendwie sowas. Verwechselt gerade nicht. Wir hatten ja schon mal einen Song von ihnen, das fand ich auch ziemlich cool. Und jetzt dachte ich mir, komm, kloppen wir uns mal den nächsten The Who-Song rein. Ich finde The Who alleine schon ist schon ein cooler Name. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange. Das ganze Video geht gute 6 Minuten. Von daher springen wir direkt rein und haben einfach gemeinsam Spaß. Yeah! So, da wären wir wieder. Holt euch ein schönes Getränk, lehnt euch entspannt zurück, so wie Icke. Und dann lassen wir Mongolen Metal auf uns wirken. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ihr hoffentlich auch. Und ab geht's. The Who, Sad But True. Da steht's nochmal. Das Instrument sieht voll cool aus, finde ich. Sieht halt nicht aus wie so eine normale Gitarre. Es hat eher so was Bogenartiges, wa? Was ist denn das für ein geiler Anfang, bitte? Hammer! Ich finde das voll cool, wie sie diese Instrumente spielen und generell dieses ganze Akustische, diese Stimmen, ach, das klingt so geil. Klingt so geil, wenn es jetzt wirklich nur die Instrumente sind, die sie hier gerade zeigen, klingt das unglaublich geil. Wie geil. Der Song hat eine schöne Power drin. Das muss man sagen, der hat so schön viel Kraft. Das klingt total geil.
weiß zwar nicht, was das für ein Instrument ist, ähnelt eine Geige oder so ein Kontrabass schon ziemlich, aber es klingt total anders. Irgendwie geil. Passt irgendwie. Ich will diesen Song eigentlich gar nicht unterbrechen, weil ich finde, es klingt so geil, diese ganze Kombination aus allem. Das fetzt einfach tierisch. Das waren The Who mit Sad But True, dem Metallica-Cover auf ihrer eigenen Sprache und ihrer eigenen Inspiration, Quatsch, ihrer eigenen Interpretation von dem Song. Und ich wusste, irgendwie kam mir doch der Song irgendwie bekannt vor. Sad But True, ja, Metallica-Cover. Und ich finde es ziemlich cool, dass solch eine Band sowas covert. Und es hat auch zig Millionen Aufrufe, der Song. Also ich finde das schon eine beachtliche Leistung. Und ich muss echt sagen, der Song hat so viel Kraft und Power, das ist unfassbar. Also es hat mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Song zu hören. Und ich werde den noch öfters reinhämmern, definitiv, weil das hat, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auch diese ganzen Stimmen, diese drei, vier Stimmen, die sie da haben, es klingt alles so anders einfach. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, einfach anders. Wahrscheinlich, weil es einfach eine andere Sprache ist. Es kommt so geil, so tief rüber. Und dieser Rhythmus, der hat, ja, der Rhythmus ist einfach geil. Ja, wie gesagt, da ist so viel Power hin, das macht einfach Spaß, diesen Song zu hören und mitzumachen. Ja, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da ruhig sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben, mitten auf dem Konzert einfach so, was schon? Nein, man wird einfach wirklich mitgenommen. Und das finde ich super an dieser Band. Die würde ich mir auch live dann irgendwann, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, mal anhören. Also das wahrscheinlich dauert es dann wahrscheinlich noch ein bisschen, hoffentlich nicht, aber naja. Wir sehen es ja, es wird immer wieder verlängert, der Lockdown, zumindest hier bei uns in Deutschland. Wo es war, wie es woanders ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht der Song mega viel Bock und ich hätte Bock, noch viel, viel mehr von den Jungs zu hören. Behu gefallen mir wirklich außerordentlich gut und ja, es macht einfach nur Spaß. Und wenn Musik Spaß macht, ist es super. Wenn Musik soll Spaß machen, soll einen beruhigen oder irgendwelche anderen Dinge machen, hoffentlich nichts Negatives. Und ja, wenn euch der Song auch so gut gefallen hat, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich mega darüber freuen. Und gefällt euch das Metallica-Original besser oder The Who besser? Ihr wisst, haut es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne noch ein kurzes Abo da, einen Daumen nach oben. Und ja, verlinkt das Ganze gerne, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.